Hallöchen ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich drehe mal wieder ein Favoritenvideo. Ganz zum Anfang nicht wundern, ich habe hier zwei rote Punkte, denn ich hatte gerade noch meine Brille auf und jetzt ist mir aber nicht nach Brille. Und dann zum Licht, ich sitze ja wieder an meinem Küchenfenster, wenn jetzt immer mal ein paar Sonneneinstrahlen kommen und es wird zu hell, zu dunkel, es tut mir sehr leid, aber ich liebe diesen Platz und ich werde ihn auch nicht ändern. So, wir beginnen. Ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht, was ich im Februar unbedingt und immer wieder benutzt habe. Es sind Sachen, die ich auch so die ganze Zeit schon benutze. Es ist einfach so, ja. Aber ein paar neue Sachen sind dabei, die ich jetzt für mich entdeckt habe, die ich euch unbedingt sagen möchte. Und ja, ich würde sagen, ich beginne jetzt ganz einfach. Ich ziehe jetzt einfach mal irgendwas raus. Jetzt keine Reihenfolge und nichts, aber es sind auf jeden Fall die Produkte, die ich momentan echt liebe. Wir könnten auch sagen, das sind so meine momentanen Favoriten, aber ein paar neue sind dabei, so, die im Februar neu gekommen sind. Ich beginne mit einem Produkt. Du kannst ruhig langlaufen, Schatzi, alles gut. Vielen Dank. Wie ihr wisst, wer mir noch nicht lange folgt, ich habe ein Kind und ich kann nur am Wochenende drehen und deshalb drehe ich immer dann ein Wochenende. Ihr wisst schon. Okay, ich beginne mit dem L'Oréal Micellenwasser. Ich habe ja dieses Biotherm benutzt, dieses teure, schöne, finde es auch wirklich super, kann auch verstehen, warum es so gehypt wurde, finde aber den Preis dolle verrückt. Ach, mein Mäuschen. Das, ja, das stimmt. Genau, du schaffst das schon. Ja, traumhaft. ja, mir ist es aber zu teuer. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen so Ausschau gehalten und momentan ist es für mich, würde ich sagen, das perfekte Dupe zu dem Biotherm. Es sind 400 ml drin, kostet glaube ich 5 Euro und ja, es ist für mich 1:1 das gleiche Produkt. Es lässt sich super abschminken, es ist ganz, ganz weich zur Haut, ich fühle mich danach ganz, ganz glatt und nicht überpflegt, nicht ausgetrocknet. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer das Biotherm hat, sollte vielleicht diesem einmal eine Chance geben. Jetzt bin ich aber ganz schön orange. Hm, blöd. So, dann zu einem Produkt, was ich von meiner Mama bekommen habe. Das ist von Judith Williams. Lifelong Beauty. Und zwar ist es ein rosa, also ich würde sagen ein Rosenzellserum. Dieses Serum gefällt mir richtig dolle gut. Es ist ein feuchtigkeitsspendendes Serum. Und ich möchte behaupten, es sind 100 ml drin, mit wertvollen Pflanzenstammzellen der Rose. Die Hautrötung optisch mildern, Pigmentstörungen verringern. Das Serum schenkt der Haut intensive Feuchtigkeit und wirkt sichtbar der Anzeichen vorzeitiger Hautalterung entgegen. Für einen rosigen, frischen, strahlenden, ebenmäßigen Ton und ein gefestigtes Hautbild. Dermatologisch auf Verträglichkeit getestet. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht unter der Pflege gewohnt auftragen. Dieses Serum kann ich euch empfehlen. Und ich möchte, das wollte ich gerade sagen, behaupten, dass ich mir dieses Serum definitiv nochmal kaufen werde. Also ich muss mal gucken, was das kostet. Ich hoffe, das gibt es auch noch nicht, dass das jetzt irgendwie schon ewig bei meiner Mutti war. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, gefällt mir sehr. Dann sehe ich jetzt hier gerade, dass ein Produkt, das habe ich gerade gesucht und hier liegt es in der Küche. Sehr gut. Und zwar mein jetziger Nagellack. Da werde ich echt oft drauf angesprochen von Astor. Dreamy Berry heißt die Farbe. Ja, soll so ein Gelschein sein. Weiß ich jetzt nicht. Trocknet relativ gut. Meine Nägel sind jetzt leider schon etwas rausgewachsen. Haltbarkeit, naja, vorn, das löst sich nun mal total schnell ab. Aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, Astor Dreamy Berry. Ich werde auch alle Produkte unten in die Infobox verlinken. Genau. Dann ein Produkt, was ich... Irgendwie war es rausgekommen und ich wusste nicht, ob ich es jetzt möchte oder ob ich es nicht möchte. Jetzt läuft mein zweiter Schatz lang. Und zwar sind das die Nivea Haarmilchprodukte. Caro hat es mal genommen und hat gesagt, du, ich finde das jetzt nicht so pralle. Dann habe ich gedacht, gut, wenn das Caro sagt, dann ist es so. Ist auch bestimmt für Caro so, aber ich persönlich liebe diese Haarmilch ja wirklich enorm. Also, finde ich wirklich super. Ich kann nicht sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das Gefühl, wenn es auf den Haaren ist, ist toll. Es schäumt super schön, der Duft ist schön. Meine Haare sind jetzt auch nur damit gewaschen worden. Ich habe nichts mehr danach in meine Haare gegeben, außer ich habe heute nicht meinen Hitzeschutz verwendet. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe nur das benutzt und meine Haare sind einfach genial. Und ihr wisst, ich habe ein krauses Haar und ja, einfach nur super. Dann noch ein Produkt, was ich mir im Februar gekauft habe, was ich aber leider, glaube ich, sehr schnell verbraucht. Und zwar von M. Azam Perfect Tint, ein Porenverfeinerer, Skin
Perfektionierer. Das ist quasi eine Make-up-Unterlage. Es ist ultra leicht, macht, es ist natürlich mit Silikon enthalten. Es macht die Poren sehr, sehr fein. Und ja, ich habe das natürlich jetzt schon oft erwähnt. Also ich weiß, ich wiederhole mich und ihr, die, die mir wirklich regelmäßig folgen, die werden bestimmt genervt sein. Aber ich muss es ja trotzdem erwähnen. Ja, ich möchte auch auf dieses Produkt nicht verzichten. Ich benutze es täglich, egal ob Montag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer. Ich finde es einfach toll. Es gibt mir ein schönes Gefühl. Ich habe das, auch das Gefühl, dass das Make-up sich viel einfacher auftragen lässt und es hält auch wirklich besser. Also ich für meinen Teil bin, was das angeht, auch sehr zufrieden. Dann ein Haarprodukt und zwar ein Lockenschaum Boost Bounce von Wella. Das sieht so aus, habe ich von einer Kundin empfohlen bekommen. Und sie hat eine Naturkrause, ich habe auch eine. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Verena, was machst du mit deinen Haaren? Und sie so, ja, Boost Bounce, bla bla bla. Lufttrocknen ist genial. Oder mit einem Diffusor föhnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist ein geiler Schaum. Er macht die Haare nicht so knipplig hart, aber er definiert die Locken wirklich gut. Also kann ich euch auch empfehlen. Benutze ich aber nur dann, wenn ich meine Haare so natürlich gelockt haben möchte. Jetzt momentan stehe ich wieder auf meine Klattenhaare und auf meinen Kinderzopf. Ja, wie das manchmal so ist, war. Ich finde das toll, ich finde das echt schön. Dann mein Haarspray. Ich benutze ja selten Haarspray, aber dadurch, dass ich jetzt immer meine Locken gemacht habe, brauche ich ein Haarspray. Und ich liebe seit Jahren mein Schwarzkopf Got to be Too Sexy Big Volume Push-Up Haarspray. Früher hieß es, glaube ich, Löwenmähne, jetzt heißt es Too Sexy Big Volume Push-Up. Und ich liebe diesen Duft, ich liebe diese Flasche, ich liebe diesen Sprühkopf. Dieser Duft ist einfach toll und ich mag dieses Gefühl von diesem Haarspray. Ja, mein persönlicher Favorit. Dann mein nächster persönlicher Favorit vom Duft her jetzt nicht unbedingt, aber diese Bastis Trockenshampoos. Ohne diesen Trockenshampoos könnte ich nicht leben. Ich habe mir für blondes Haar gekauft. Da muss ich sagen, dass das mein Ansatz manchmal etwas gelb macht. Somit nehme ich zurzeit das Blonde nicht so gern und bin wieder auf diese Duftdinger zurückgekommen. Ist auch fast alle, brauche ich nochmal neu. Und ja, also das gibt einfach meinem Haar Volumen, Griffigkeit. Es macht natürlich die Haare ganz schön stumpf. Ich kriege gerade Kopfschmerzen ein bisschen. Es macht die Haare natürlich stumpf, gar keine Frage. Aber das stört mich persönlich jetzt nicht so. Lässt sich auch gut ausbürsten, mache ich aber nicht. Also ich sprühe meine Haare über Kopf ein, komplett am Ansatz. Dann teile ich mir die Haare so ein bisschen ab, da sprühe ich auch nochmal was drin. Schüttel das ein bisschen durch und dann gibt es einen Dutt oder einen Zopf oder irgendwas anderes. Und ja, damit komme ich tatsächlich 4 Tage ohne Waschen. Und ich merke auch, dass mein Haar sich wirklich daran gewöhnt hat, dass ich nicht mehr täglich wasche. Genau. Dann noch ein Haarprodukt, das habe ich mir vor ewiger langer Zeit geholt. Da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt. Da war das neue. Und zwar eine von Keralock Care Plus Color. Eine Kur mit Farbauffrischung für platinblondes Haar gegen Gelbstich. Dann habe ich das irgendwie mal benutzt, dann mal nicht benutzt. Dann habe ich es Caro gegeben, weil ich es irgendwie komisch fand. Dann wollte ich ein Bayer... Nee, andersrum. Ich habe es dann nicht benutzt, weil ich es komisch fand. Dann habe ich mein Bayer Lash machen lassen und dachte, ja, ich werde ein bisschen dunkler. Dann habe ich es Caro geschenkt, dann habe ich mir wieder blonde Strähnchen machen lassen und Caro hat gesagt, willst du es wieder zurückhaben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und jetzt benutze ich das wieder 2-mal die Woche und ihr sprecht mich alle an, was nimmst du denn für ein Silbershampoo? Also ich benutze zwar ein Silbershampoo, aber... Das ist jetzt nicht so ein dolles Silbershampoo, so ein blaues benutze ich gerade nicht. Aber das hier ist wirklich geil. Ihr könnt das dann dosieren. Also ihr könnt hier auf halbe-halbe stellen, dann kommt aus beiden Seiten es gleichzeitig raus. Oder 3/4 nur so, 3/4 so, dass mehr von dem Blauen rauskommt, mehr von der Kur an sich. Dann lasst ihr das 3 bis 5 Minuten einwirken. Ich lasse es eigentlich immer so lange einwirken, bis ich fertig rasiert bin. Also von oben nach unten. Und dann spüle ich das aus. Ich finde, das ist ein super geiler Farbauffrischer und der bleibt halt nicht so im Haar. Ich mag ja diesen Blautouch nicht so. Das mag ich nicht. Jetzt kommen dann 2 Gesichtsprodukte, die ich euch auch zeigen muss, weil ich sie einfach wirklich liebe. Und ja, es sind meine Cremes aus meinem Laden, aber ihr bekommt sie auch beim kosmetikkaufhaus.de. Ich weiß es nicht, googelt mal Biokur Dr. Hoffmann Kräuterkosmetik, dann kommt ihr eigentlich als erstes auch zu dem Shop. Und dann seht ihr auch da drin die Inhaltsstoffe. Weil mir hat mal jemand geschrieben, du redest immer von den Produkten, aber man weiß überhaupt nichts von den Inhaltsstoffen. Doch, geht total easy. Geht auf die Produkte drauf, geht auf Inhaltsstoffe und dann ist es komplett aufgelistet. Also, meine Lieblinge ist die Ringelblumencreme für die Nacht. Die sieht so aus. Ich liebe diese Creme. Die ist leicht. Die hat einen richtig kräuterigen Duft. Und die ist
einfach schön. Und die ist weiß, gibt es auch nicht viel zu sagen. Also jetzt nichts Eingefärbtes. Was wollte ich denn sagen? Die ist leicht. Irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es zu der sagen. Das wollte ich sagen, genau. Die Ringelblume riecht halt sehr, sehr kräuterig. Also wirklich, die hat einen starken Duft. Und die Ginsengcreme, die benutze ich für den Tag. Die hat so einen ganz leichten, schon fast blumigen Duft. Also einen floralen Duft auf jeden Fall. Ja, und die Creme ist auch super. Also das sind wirklich meine All-Time-Favorites. Selbst Mike liebt die und benutzt die unendlich gern. Ganz genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu ein paar Produkten. Die sind aus der My Little Box. Und daran sieht man schon, dass ich diese Box wirklich liebe. Und ich habe, ich glaube, noch nie so viele Produkte aus Boxen probiert wie aus dieser My Little Box, ja. Ich hatte ja nun schon die Gala-Box und ich hatte ja auch schon die Douglas-Box und keine Produkte, oder ich habe noch nie so viele Produkte benutzt. Oh Gott. Ich habe schon meine Wörter aufgebraucht. Wir waren nämlich heute brunchen und ja, da unterhält man sich ja ganz schön doll. Dove, Dermaspar, Kaschmirgefühl für sehr trockene Haut. Das ist eine Bodylotion, die sieht so aus und diese Bodylotion hat einen so tollen Duft. Wenn ich diese Bodylotion benutze, sagt Mike jedes Mal zu mir, oh, was hast denn du schon wieder genommen? Du riechst ja so geil. Wirklich, diese Bodylotion ist ganz toll. Dieser Duft, dieses Gefühl, und die zieht wirklich super schnell ein. Hier steht drauf für gestärkte Haut, so weich wie Kaschmir. Und es fühlt sich wirklich so an. Also wirklich Dermaspar mit diesem blauen Dingsbums. Dieser Duft ist atemberaubend toll. Ganz großes Kino. Dann eine Abschminke, Moonrise von der My Little Box. Das ist ein Gel. Und dieses Gel wird dann, wenn man das mit Wasser... Also, pass auf, bevor ich es wieder falsch erzähle. Ich schminke meine Augen ab mit einem Mattepad, mein L'Oreal-Zeug, fertig. Dann nehme ich dieses Gel und trage mir das auf mein Gesicht auf, ja? Und alles wird dann wirklich nochmal eingeschmiert. Dann ist es immer noch alles Gel, also wirklich gelig. Man sieht dann, wie mein Make-up sich gelöst hat. Und dann benutze ich Wasser und dann emulgiert das auf und wird eine Milch. Das ist der Oberhit. Das Problem ist, tut mir jetzt auch leid, euch das so sagen zu müssen, das gibt es nur in Frankreich. Eine Freundin hat dahin geschrieben, ob die Produkte, ob man die jetzt nur kaufen kann, und das geht leider nur über Frankreich. Ich weiß nicht, wie man das probieren kann, aber ja, ich lese euch das mal vor. Eine zu 99,5 natürliche vegane Formel, für alle Hauttypen geeignet, vollgepackt mit Kamelinöl, Traubenkern und Sonnenblumenextrakten, verwandelt sich dieser ultramoderne Cleanser in eine sanfte Milch, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Diese nach grünem Tee duftende Gelölhydrolyse befreit eine Haut ganz behutsam von hartnäckigem Schmutz. Kein Rubbeln nötig. Und es ist definitiv so. Ich mache wirklich nur ganz leicht und dann merkst du richtig, das Make-up löst sich, es fühlt sich schön gelig an, und wenn das dann zur Milch wird, ist ein absoluter Traum. Also wenn es dieses Produkt wirklich irgendwann in Deutschland gibt, dann würde ich es mir sofort kaufen. Ohne Frage. Tolles Produkt. Kommt natürlich auf den Preis an, ist ne, immer ein bisschen komisch. Aber ja, genau. Oh, hier ist irgendwas ausgelaufen. Mist. Dann ein Lidschatten, auch aus der My Little Box, und zwar Christmas Melody. Das sind die persönlichen Lidschatten von denen, also die haben das quasi entwickelt, und das sind die beiden Farben. Ich habe wirklich diese beiden Farben schon oft benutzt, man sieht es leider immer nicht. Ihr wisst, Lidschatten braucht sich nicht so sehr ab, aber wirklich sehr, sehr oft. Meistens benutze ich die auf dem kompletten Lid, die bisschen zum Ausblenden, oder nur die und dann da die überhaupt gar nicht oder nur die. Also ich finde irgendwie, aus diesen beiden Lidschatten mache ich manchmal solche schönen Kombis. Ich finde, die Farben sind einfach toll. Die sind wirklich toll. Wenn ich das jetzt euch swatche, ist es blöd, weil ihr bekommt es leider eh nicht. Aber es sind halt meine Favoriten. Deshalb wissen wir aber, sobald es diese Produkte gibt, könnten wir uns das kaufen. Hier steht auch drauf www.mylittlebox.fr, also für Frankreich. Vielleicht kann man die ja darüber kaufen und ich weiß nicht, per PayPal bezahlen. Ich muss mal gucken. Dann noch ein Produkt, das war in der My Little Box, ist aber keine Firma von der My Little Box, sondern eine eigene Firma, und zwar ist die Polar Ice Magic. Und zwar ist das so ein Augenroller. Und ich bin ja da manchmal ein bisschen komisch, ja. Die sind immer alle kalt, weil es natürlich eine Metallcolor ist und so. Aber dieses Produkt ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Es ist, man sieht es nicht, es ist wirklich komplett gelig. Ihr seht jetzt hier, das glänzt auf diesem Bereich. Gelig ohne Ende. Wenn man das mit der Murmel aufträgt, ist es natürlich richtig schön kühl. Jetzt kommt das große Aber. Dieses Produkt kühlt nach. Das Produkt kühlt einfach mal nach. Und ich finde auch, dass diese Konsistenz eine leichte Ähnlichkeit zu diesem Skin Perfector hat. Also irgendwie macht es den Bereich dann schon glatter. Tolles Produkt.
gibt es, also ist auch aus Frankreich, aber gibt es unter www.polar, also mit doppel-a.com, 10 Milliliter Soforthilfe gegen müde Augen, steht hier da. Genau. Ich weiß nicht, was es kostet. Tut mir auch leid, wenn es jetzt teuer ist. Ich weiß es nicht. Ich werde es verlinken und dann werden wir es sehen. Aber tolles Produkt. Sehr, sehr tolles Produkt. Dann wieder eine Zahncreme, auch aus meinem Laden. Habe ich mal eine Zeit lang nicht genommen. Da habe ich immer die mit Peroxiden genommen. Aber ich kann die nicht immer nehmen. Ich muss da einfach immer ein bisschen aufpassen. Ihr wisst ja, mit meiner Zahnschmelzhypoplasie bin ich echt arg vorsichtig. Und ihr wisst, ihr bekommt da immer meine ehrliche Meinung. Und bei meiner Peroxid-Zahncreme ist es einfach so, dass man zu viele Oxide immer wieder auf die Zähne gibt. Und dann kann eine leichte Überempfindlichkeit entstehen, die nicht schlimm ist. Also ich rede, wie gesagt, auch mit meinem Zahnarzt, mit meinem Kieferorthopäden über mein Produkt, auch über mein Zahnei im Laden. Alles wirklich ganz easy. Irgendjemand, der sich darüber schlecht ausdrückt oder sagt, hier, voll die Verarschung, scheiße, Zähne kaputt, hat sich leider nicht richtig informiert. Also wirklich, es ist nicht schädlich. Aber die Zahnpasta sollte man, wenn man empfindliche Zähne hat, mit Vorsicht genießen. Deshalb benutze ich wirklich wieder täglich meine Zahnpasta mit Schweizer Alpensalzen, mit dem Orangengeschmack. Und ihr sagt mir wieder, Tina, was ist mit deinen Zähnen los? Warum sind die so schön hell? Wie gesagt, ich habe diese Verfärbung, die geht nicht weg, es ist kein Dreck, es ist keine Ekelei, es ist schon immer auf meinen Zähnen, es ist einfach im Zahn drin, ich kann es nicht ändern, aber was ich euch sagen kann, guckt euch meine alten Videos an. Nicht nur, dass meine zwei Zähnchen schief waren, sie waren auch bedeutend dunkler, also wirklich dunkler. Und jetzt sitze ich halt alle 12 Wochen in meinem Zahnei und benutze wieder diese Zahncreme. Ihr bekommt sie bestimmt auch im Internet, selten wie. Die ist geschmacklich gewöhnungsbedürftig. Es ist halt ein Orangengeschmack und diese Salze spürt man auch. Es ist halt schon leicht salzig, aber die Zähne werden einfach echt genial. Also die sind einfach ultra glatt, weich und ich habe wirklich, das hält einfach wirklich auf und nicht chemisch, sondern mit Salzen. Einfach geil. Dann zu meinem liebsten Lippenstift momentan, den habe ich auch drauf und auch bei diesem Lippenstift sprecht ihr mich ganz oft an. Das ist der MAC Lippenstift Whirl. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber bei solchen Sachen ist mir das auch ziemlich wumpe. Ihr könnt ihn gerne euch selber ordentlich aussprechen. Ja, es ist ein Braunton, ein warmer Braunton. Ich finde den einfach klasse, benutze den übelst gern. Und ja, ich finde auch, der hält wirklich sehr, sehr gut und ist einfach eine schöne Farbe. Es gibt Leute, die sagen, ja, MAC Lippenstifte, warum, wieso? Na klar, es gibt genug andere Lippenstifte, überhaupt keine Frage. Aber ich finde einfach, MAC Lippenstifte halten wirklich gut. Es gibt Lippenstifte, die halten besser. Jetzt kommt aber das Aber. Aber MAC Lippenstifte trocknen einfach meine Lippen nicht aus. Alle anderen Lippenstifte trocknen meine Lippen aus. Ich kann mir dann die Hautfetzen von dem Bereich so mache, richtig abziehen. Echt, ich kann das richtig abziehen und das ist bei MAC Lippenstiften einfach nicht. Da habe ich lieber weniger, aber dafür ein paar richtige. Ja, ich benutze auch die Trend It Up Lippenstifte, gar keine Frage, aber benutze ich die 2-3 Mal, merke ich sofort, dass das nicht zu 100% das Richtige ist. Ja, dann noch ein Lippenprodukt und zwar hat mir das Mikey geschenkt als kleine Überraschung von Dior. Ich persönlich hätte es mir bestimmt selber nicht gekauft. Ich habe aber ein Riesenproblem, wenn es alle geht, weil ich glaube, zu behaupten, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Und zwar ist das ein Lip Sugar Scrub Sweet Exfoliating Balm. Das sieht erstmal so aus. Ich liebe ja die Verpackung von Dior. Schon immer sind Dior-Lippenstifte in solchen Verpackungen. Man zieht das dann hier oben raus und dann habt ihr den Lippenstift. Dieser Lippenstift, und ihr seht ihn, ich habe ihn vor, glaube ich, 2 Wochen von Mike bekommen. Ich benutze ihn täglich mehrmals. Morgens und abends auf jeden Fall, zwischendurch, wenn ich keinen Lippenstift trage. Das Produkt sieht so aus, es ist rosa, ist aber, wenn man es aufträgt, weiß, so wie gerade meine Kamera. Und es sind kleine Peeling-Partikel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn ich das so halte, ich weiß es leider nicht, ob ihr das jetzt seht. Das sind ganz kleine Peeling-Körnchen, die sich aber nicht lösen. Also ihr tragt es auf wie ein Lippenstift und bei dem Auftragen lösen sich dann eure Hautschüppchen schon ab. Richtig, richtig, richtig enorm geil. Große Empfehlung. Ich glaube, es kostet 35 Euro. Es ist schweineteuer, ich weiß. Aber finde ich jeder Cent wert. Wirklich jeder Cent wert. Weil ich brauche keine andere Lippenpflege mehr. Und dieser Lippenbalm trocknet meine Lippen nicht aus. Bei Labello ist es doch so, oder bei den Eos Lip Balms, du machst den drauf. Und was ist nach ein paar Stunden? Du hast noch trockenere Lippen. Und das ist einfach bei dem nicht.
Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Favorite, und zwar ist das mein momentanes Lieblingsparfüm. Ich liebe es von Marc Jacobs, das Decadence. Ich liebe erstens mal die Verpackung, also geht's besser? Nee, geht's nicht. Und dieser Duft ist der Oberhit, wirklich. Ich liebe diesen Duft, der ist einfach, also das bin momentan ich, wirklich, dieser Duft. Kennt ihr das, wenn ihr einen Duft auftragt und ihr wisst so, jawohl, das ist dein Duft und das ist gerade bei dem Duft so, das ist zu 100% mein Duft. Also, ja, er riecht sehr fraulich, sehr stark, also das ist so ein Duft, der ist stark, fraulich, emanzipiert und hier, ich bin da und also ich, oh, geiler Duft, einfach nur, ich muss mal, geiler Duft, wirklich ein mega geiler Duft. So, und das waren jetzt meine momentan All-Time-Favorites, also ob man sie jetzt Favoriten nennen möchte, ist immer dahingestellt, ich weiß es nicht, aber ja, das sind echt jetzt momentan die Produkte, die ich wirklich richtig dolle liebe, ja. Müsste ich mich entscheiden? Nee, kann ich nicht. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen cool sein und sagen, ich entscheide mich jetzt mal für ein paar Produkte. Nee, kann ich echt nicht. Also dieses Zellserum ist mega, die Abschminke ist geil, meine Hautcremes sind toll, die Zahnpasta ist der Hammer. Die Abschminke ist geil, es ist alles mega geil. Also Mädels, das waren jetzt meine Favoriten. Ich hoffe, die Favoriten haben euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht mit ein paar Produkten jetzt dazu überreden konnte, euch die zu holen, weil ihr vielleicht schon mal damit gespielt habt, vielleicht bei der Haarmilch. Oder bei der Abschminke von L'Oreal, es müssen ja jetzt nicht immer diese teuren Produkte sein, ja. Oder einfach wirklich, wenn ihr mal auf der Suche nach einer geilen Zahnpasta seid, die ist einfach nur toll. Wirklich. Wirklich, probiert es einfach mal aus. Oder diese Darf-Creme, geil. Gut, ich habe jetzt genug geredet. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Muah.